König Charles plus Co. blieben deshalb Lily Betzdorfer fern? Die Nachricht kam überraschend, Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, haben ihre Tochter Lily Betz. Am Freitag, 3. März, taufen lassen. Die Feier fand Berichten zufolge in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, im Kreise enger Freundinnen und Familie statt. Harrys Verwandtschaft blieb dem besonderen Ereignis trotz Einladung. So heißt es, fern, könnte der gut gefüllte Terminkalender der Royal Family Grund für ihr Fehlen sein? Auf der offiziellen Website veröffentlicht der Palast eine Liste der öffentlichen Auftritte. Die König Charles, 74, Prinz William, 40, Caroline, Princess of Wales, 41. Und Co. vom 27. Februar bis 3. März wahrnahmen. So traf sich der Monarch unter anderem mit Ursula von der Leyen, 64, und für William und Kate standen neben einem Besuch in South Wales im Rahmen des St. David's Day sowie ein Treffen mit Prinz Haakon und Prinzessin Mette Marit, beide 49, auf der Agenda. Am Internationalen Frauentag am 8. März hält Prinzessin Eugenie, 32, eine besondere Überraschung für ihre Fans bereit. Auf ihrem Instagram-Account postet sie zwei noch nie zuvor gesehene Urlaubsfotos mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice, 34, und Mama Sarah Ferguson, 63. Die bezaubernden Schnappschüsse, auf denen die drei Frauen in dicken Parkas vor einer malerischen Schneelandschaft posieren, dürften während ihres gemeinsamen Norwegen-Trips aufgenommen worden sein. Die Familie soll sich vom 27. bis 30. Januar in dem Land aufgehalten haben, wie Oscar Aanmoen, Autor bei Royal Central, verriet. Ich habe so ein Glück, dass ich mit meiner Mutter und meiner Schwester zwei unglaubliche Frauen in meinem Leben habe. Baba, Mama, ich bin so stolz auf euch, schwärmt Prinzessin Eugenie in der Bildunterschrift. Wie rührend. Im November 2022 beherrschte ein Rassismusskandal am britischen Hof die Schlagzeilen. Die ehemalige Hofdame Lady Susan Hussey, 83, hatte mit penetranten Nachfragen über ihre Herkunft die Gründerin der britischen Wohltätigkeitsorganisation Sisters Peace rassistisch beleidigt. Was die Betroffene über den Instagram-Kanal ihrer Charity kurz danach erschüttert mit ihrer Community teilte. Es dauerte eine Weile, bis die frühere Bedienstete von Queen Elizabeth, 96, sich zu einem Treffen mit Ngozi Fulani, 62, durchrang. Danach wurde offiziell kommuniziert, dass sich die Patin von Prinz William, 40, bei der Charity-Chefin entschuldigt hat. Der Palast hatte im Vorfeld zwar den unsäglichen Vorfall verurteilt und sich in der Mitteilung auch entschuldigt. Jedoch ist das Fulani nicht genug. Um jeden Zweifel auszuschließen, bedauern wir den Vorfall zutiefst und entschuldigen uns für den Ärger und die Schwierigkeiten, die Ehefrau Fulani bereitet hat, hieß es in dem Statement des britischen Hofes. Bei wem entschuldigen Sie sich? Wenn es Ihnen leid tut, sagen Sie mir, dass es Ihnen leid tut. Wenn nicht, spricht es für sich selbst, empörte sich Fulani darauf angesprochen nun bei Good Morning Britain. Und fuhr fort, die Entschuldigung ist an die Öffentlichkeit gegangen. Sie ist nicht zu mir gekommen. Als ich das erste Mal in ihrer Sendung auftrat, fragten sie, ob ich eine Entschuldigung erhalten hätte. Die Antwort war nein. Die Antwort ist immer noch nein. Es scheint, als würden sie sich bei der Öffentlichkeit entschuldigen. Auf die Frage, ob sie eine Entschuldigung annehmen würde, antwortete sie, wenn man jemanden um eine Entschuldigung bitten muss, ist das keine Entschuldigung. Es scheint, als habe König Charles, 74, in Sachen Krisenmanagement und Anteilnahme noch ein klein wenig Nachholbedarf. Sarah Ferguson, 63, befindet sich aktuell in den USA und gibt diverse Interviews, um ihr neues Buch zu bewerben, und nicht nur das, angeblich soll es nun sogar Gespräche geben, ob die Herzogin von York an der bevorstehenden Oscar-Verleihung am 10. März in Hollywood teilnehmen und einen Preis übergeben wird.
Gegenüber Sistan verrät eine anonyme Quelle, es gab Diskussionen über die Teilnahme der Herzogin. Und es sieht jetzt so aus, als ob es dazu kommen wird, denn es ist geplant, dass sie einen Preis überreicht. Das hat einige Gespräche über die Möglichkeit ihrer Teilnahme ausgelöst und nach einigem Hin und Her sieht es so aus, als würde es passieren. Der Insider erklärt weiter, dass es eine große Sache für Ferguson sei, bei der Zeremonie dabei zu sein, da Amerika wahrscheinlich eine große Rolle in ihrer Zukunft spielen wird. Nach einer aufsehenerregenden Netflix-Doku, Harry und Meghan, einem noch explosiven Buch, Spare auf DT, Reserve, und einigen TV-Interviews hat Prinz Harry, 38, immer noch nicht genug. Er möchte die Öffentlichkeit weitaus tiefer in sein Seelenleben blicken lassen. Am Samstag, 4. März, hatte der Sohn von König Charles, 74, in einem kostenpflichtigen Livestream Dr. Gabor Mate, 79, über seine Traumata gesprochen und verriet ganz nebenbei einen süßen Trick, wie er seine Kinder Archie, 3, und Lilibet, 1, beruhigt, wenn sie weinen oder aufgeregt sind und sie beim Einschlafen unterstützt. Bereits mehrfach äußerte sich Prinz Harry über sein Leben mit dem Verlust seiner Mutter Prinzessin Diana, 36, und die Bedeutung seiner persönlichen Heilung. Seltener war die Erziehung seiner Kinder Thema und wie diese ihn verändert hat. Mit Dr. Gabor Mate, einem Experten für Trauma und kindliche Entwicklung, ging es jetzt aber genau darum. Dabei spielt der Faktor Energie eine große Rolle. Wenn Sie mich vor 7, 8, 10 Jahre nach Energie gefragt hätten, hätte ich gesagt, wovon reden Sie da? Als ich mein erstes Kind bekam, wurde mir klar, was da los war, so der Herzog von Sussex und führt weiter aus. Neben diesem Erziehungsstrick hat Prinz Harry noch einen Rat für andere Eltern. Laut seiner Erfahrung sollte man Kindern Raum geben, um ihre Wut und Frustration auszuleben. Wenn sie einen Moment der Frustration haben, sollte man ihnen das erlauben und danach mit ihnen darüber reden. Dass Kinder solche Ausbrüche haben, gehört zum Erwachsenwerden dazu, so der Mann von Herzogin Meghan, 41. Prinz Harry, 38, teilt ein emotionales Statement anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Terence Higgins Trust. Seit mehreren Jahren ist er mit der führenden Wohltätigkeitsorganisation für HIV und sexuelle Gesundheit verbunden, eine Gemeinsamkeit, die er mit seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana, 36, teilt. Ich engagiere mich seit einigen Jahren für den Terence Higgins Trust. Und der Kampf gegen diese Epidemie ist ein wichtiger Teil des Vermächtnisses meiner Mutter, erklärt der Herzog von Sussex laut Express. Wie viele andere wuchs auch meine Mutter in einer Welt auf, in der HIV wahrscheinlich ein Todesurteil bedeutete. Doch inmitten all dieser Ungewissheit lebte sie mit Empathie, fand die Menschlichkeit in allen um sie herum und demonstrierte die Kraft der Verbindung im Angesicht der Angst. So die emotionalen Zeilen des 38-Jährigen. Auch wenn meine Mutter den Erfolg der heutigen Behandlungsmethoden nicht mehr miterleben konnte, bin ich sehr stolz darauf, dass ich ihr Engagement mit ihnen fortsetzen kann. Anführungszeichen. König Charles, 74, und Königin Camilla, 75, bringen frischen Wind in die britische Monarchie. Vor allem Camillas Bruch mit königlichen Traditionen könnte jedoch für Verärgerung sorgen, meint Königshausexpertin Kinsey Schofield. Es heißt, der Buckingham Palace erwäge, den Titel Konsort zu streichen, sodass sie zu Königin Camilla gekrönt wird. Zudem soll sie den Wunsch geäußert haben, dass ihre 5 Enkelkinder eine Schlüsselrolle während der Krönungszeremonie übernehmen. Ich kann nicht anders, als mich nach dem Lesen von Spare, Prinz Harrys Memoiren, AMD-Rät, zu fragen, ob ein Großteil des Rummels um Harrys und Meghans Krönungspläne ein Puffer ist, um von Geschichten wie dem Fallenlassen des Wortes Konsort oder der Einbeziehung von Camillas Enkelkindern abzulenken. Punkt. Aber nicht von allen Enkeln des Königs,
gibt die Expertin im Daily Star zu bedenken und erläutert, der Wert der königlichen Familie liegt in ihren Traditionen. Traditionen und Zeremonien, um die uns die Welt beneidet. Wenn sie zu weit von diesen Bräuchen abweichen, verärgern und enttäuschen sie eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die das Gefühl haben, dass diese Handlungen die Mystik zerstören. Anführungszeichen. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Daily Star Kouk, Express Kouk, Tesun Kouk, ITV.com.